Hallo liebe Don't Starve-Fans und willkommen zurück bei Let's Play Don't Starve. Ja, ist ja eigentlich schon logisch, oder? Ihr seht schon, ich habe die gute Willow ausgewählt, The Firestarter. Things are so much prettier than they burn. Sie ist immun gegen Feuerschaden und sie startet Feuer in der Dunkelheit. Da bin ich sehr gespannt, was das bedeutet, ob sie einfach irgendwie Sachen anzündet, so wie es hier auf dem Bild zu sehen ist, oder ob sie vielleicht einfach ein kleines Lagerfeuer erstellt. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich sie. Die Welt bleibt einfach auf Standard, würde ich sagen. Hier, wir sind auf Default. Das bleibt also so. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in eine neue Welt. Ich bin gespannt, wie Willow so sein wird und ob ihr euch noch ein bisschen mehr Don't Starve antun wollt. In der letzten Zeit sind die Views ja ordentlich runtergegangen. Mal schauen. Falls das so bleibt, muss ich gucken, ob ich das jetzt noch sehr lange durchziehen werde. Don't Starve oder nicht. Hier haben wir wieder diesen Typen. Sable, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Ja, ich glaube, diesmal würde ich mich eher nicht bei den Schweinen ansiedeln. Zumindest nicht, wenn da wieder diese scheiß Dinger diese scheiß Spinnen in der Nähe sind. Und der hat direkt Seeds gedroppt. Meine Güte, habe ich ein Schwein. So, ich bin gespannt. Sie hat auch 150 und 200, 200 Verstand als Startwert. Das ist schon mal ein ordentliches Startkapital. Hier oben haben wir gleich ein paar Rabbits. Das trifft sich sehr gut. Das heißt, vielleicht sollte ich die Karotten... Ey, die fressen die Karotten doch hoffentlich nicht, oder? Sollte ich die Karotten vielleicht erstmal nicht essen? Das sollte ich mir schon mal merken, dass ich die nicht alle wegfresse. Tut ja nicht Not, sondern dass wir die vielleicht dann als Köder für die Häschen benutzen. Zwei Hasenlöcher, es ist immerhin schon mal ein Anfang. Es sind nicht so viele wie in der einen Savanne, die wir da gefunden hatten. Aber hey, wer will sich denn beschweren? Ich bestimmt nicht. So, die Beeren nehmen wir natürlich auch alle fein säuberlich mit. Und ich nutze jetzt gerade hier die Möglichkeit, immer schön die Leertaste zu drücken, so wie es mir ja empfohlen wurde von euch in den Kommentaren. Das geht wirklich ziemlich zügig, muss ich sagen. Oh, hier sind vier Seen. Wow. Ich glaube, da konnte man angeln. War doch so. Oder nicht? Sehe ich das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. So, hier habe ich auch nochmal eine Karotte. Hier ist auch noch eine Karotte. Sehr schön. Das heißt, schon mal ein bisschen was an Stoff, den ich hier... Was ist das für ein grüner Mushroom? Okay. Ah, sehr schön. Hier ist noch direkt das nächste Kaninchenloch. Und da ist schon wieder so ein Truthahn. Den werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht erwischen. So, ich glaube, die grünen Mushrooms kamen nur raus, wenn es Nacht war, oder? Hab schon wieder auch ein paar Viecher gehört. Gerade ein paar Bienen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Die grünen Mushrooms, die musste ich kochen, damit ich sie essen kann, genau. Und die blauen konnte ich einfach so essen. Die haben dann zwar ein bisschen negativen Effekt auf meinen Geisteszustand gehabt. Aber das konnte ich dann später wieder ausgleichen, falls ich einen grünen esse. Die grünen sind allerdings nicht gegen Hunger, sondern nur gegen... Die machen nur ein bisschen Schaden wieder weg, also geben mir ein bisschen Lebenspunkte. Und was machen die noch? Oh, ich hätte vielleicht, shit, ich hätte mir vielleicht schon mal direkt eine Schaufel machen sollen, damit ich die Beeren und den ganzen Scheiß mitnehmen kann. So, das ist die Map bisher. Recht klein eigentlich, so was wir bisher erforscht haben. Sind nicht so viel rumgekommen. Ja, und hier oben bei den drei Dingern war ich ja hier schon. Beziehungsweise vier Dingern. So, das nehmen wir mit. Oh, ich brauche nur noch zwei Blümchen. Dann kann ich mir schon meinen guten alten Blumenkranz binden. Geht ja richtig zügig hier. Ein paar mehr Steine könnte ich noch gebrauchen. Das heißt, vielleicht finde ich ja jetzt irgendwie ein paar Steine. Bisschen was zu futtern haben wir notfalls auch für die Nacht. Ah ja, hier sind Steine, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, notfalls könnte ich mir mein Häuschen einfach hier irgendwo errichten. Ah, und da vorne haben wir gleich so einen Schrein, der mich wiederbelebt, falls ich mal sterbe. Da lasse ich mich natürlich nicht lange bitten, sondern ich würde mal sagen, den aktivieren wir einfach direkt so. Da dürften wir schon mal einmal sterben, falls wir dann irgendwie in Bedrängnis kommen sollten. Und wirklich sehr cool, dass wir hier ein paar Hasen am Anfang haben. Das hatten wir beim letzten Mal ja leider nicht.
War vielleicht auch ein kleiner Nachteil für uns. So, okay, jetzt will sie schon Feuer machen. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen... Ah, hier, guck mal, da oben. Ah, nee, die Grünen kommen also in der Dämmerung bereits raus. Na gut, da würde ich mal sagen, die Grünen hier, die pflücke ich einfach mal direkt weg. Ist immer ein bisschen schade, weil man kann die natürlich jetzt nicht irgendwie von A nach B bringen. Und ich weiß jetzt nicht genau... Ja, hier sind ein paar Bäume, die könnte ich fällen in der Nacht. Ich brauche ja irgendwie eine Beschäftigung in der Nacht. Und, oh, schaut mal, da vorne sind nochmal Blumen. Dann haben wir nämlich auch genügend Blumen, um uns diesen wunderschönen Kranz herzustellen. Ging das jetzt einfach schon so, oder musste ich den... Nee, den musste ich noch nicht mal erforschen. Tada! So, sehr schön. Ach, Mann, sind wir nicht niedlich mit unserem Blumenkranz auf dem Kopf. So, die Nacht lässt noch ein bisschen auf sich warten. Was haben wir hier noch für einen Mushroom? Einen roten. Na gut, mit den roten konnte ich nicht so viel anfangen. Weil die waren ja giftig, wie wir gemerkt haben. Das war ein bisschen unsexy. So, und ich müsste hier gleich mal jetzt das Feuer starten. Am besten irgendwo hier. Oh, scheiße, ich brauche noch Loks. Das wäre es jetzt ja noch gewesen, ey. Obwohl, sie kann ja Feuer machen, wie wir wissen. Du solltest jetzt erstmal hier das Dingens mitnehmen. So, komm schon, einmal den Baum fällen. War ich ein bisschen zu langsam am Anfang, habe ich gar nicht dran gedacht, noch Bäume zu fällen. So, die Karotte nehme ich auch nochmal mit. Und jetzt, bevor sie hier nachher wirklich diese ganze Scheiße abfackelt, wie es ja in der Beschreibung stand, sollte ich mal lieber dafür sorgen. So. Obwohl, nee, die noch nicht. Warte ich, bis es richtig dunkel wird. Die Bäume hier sind auch alle noch gar nicht so wirklich gewachsen. Könnten wir auch nochmal eine Schaufel herstellen. Was, da brauche ich erst einen Prototypen. Ach Mensch, seht ihr wohl. Ja gut, und für Prototypen muss ich natürlich erstmal ein bisschen Gold finden. Okay, dann würde ich sagen, wenn die Nacht um ist, gehen wir erstmal auf Goldsuche, oder? Ein bisschen was zu futtern haben wir jetzt ja schon. Okay, so, jetzt wird es wirklich dunkel. Fangen wir mal an mit dem Baum hier. Den sehe ich nämlich gerade noch so. Da brauche ich noch keine Angst haben, glaube ich. It's so dark. Ja, keine Sorge. Wir passen schon auf dich auf, Kleine. Dir wird nichts geschehen. Hier in der ersten Folge glaube ich nicht, dass wir direkt draufgehen. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig. Aber wir könnten einfach weitergehen. Erstmal müssen wir uns da noch kein Lager einrichten, zwangsweise. Da können wir erstmal ein bisschen chillen. So, und ich sollte jetzt die Zeit vielleicht nutzen, nochmal hier die Sachen zu kochen. Es sind ja noch ein paar. 10 Stück, das sieht gut aus. Da können wir immerhin uns den Magen gleich nochmal vollschlagen, Leute. Und diesmal werde ich auch versuchen, ein bisschen früher irgendwie an Essen zu kommen. So, sehr schön. Und die Seeds? Die Seeds behalten wir erstmal. Die grüne Kappe musste ich auch kochen. Und ein bisschen was muss ich jetzt auch mal essen. So, 100 haben wir jetzt gerade mal hier wieder. Ja, Moment. Ich würde gerne nochmal hier ein bisschen Feuer reinpacken. Die Kappe brauche ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Mein Geisteszustand geht sogar noch. Der hält sich doch gerade noch in Grenzen, Leute, oder? Okay, Moment, einmal schnell auf den Dingens schauen. Dort waren Steine, aber keine Goldsteine. Aber Steine waren, glaube ich, immer in dieser Ebene, oder? Deswegen renne ich mal eben zurück. Natürlich nehme ich auf dem Weg hier noch wieder alles mit. Da oben ist noch ein Red Mushroom. Den werde ich mir dann auch mal weggeiern. Ist das der gleiche gewesen, den ich vorhin eingesammelt habe? Nee, kann doch gar nicht, oder? So schnell wachsen die doch normalerweise nicht nach. Dann wären die Twigs jetzt auch noch nicht da, glaube ich. Twigs. Ich glaube, ich spreche das immer so aus wie diesen Twigs-Schokoriegel. Aber hey, ihr wisst ja, was ich meine. Oder? Ihr wisst es auch, oder? Leute, bitte. Sagt, dass ich eine gute Aussprache habe. Oh, so viel Krams, was ich hier später einsammeln kann. Und hier ist jetzt ein kleiner Weg. Ich weiß nicht, soll ich hier nochmal zurückgehen, um zu schauen, ob hier...
Na, hier sind scheinbar keine Golddinger. Nur Häschen, 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 überall Häschen. So, hier habe ich... Oh, schaut mal, da oben liegt ein Skelett. Sehr schön, da habe ich noch eine Pickaxe. Und sogar ein bisschen Cutstone. Ja, oh, den muss man sich erst sonst später mühsam herstellen. Da oben sind noch ein paar Seeds. Wie sieht's aus? Ach genau, da waren die Bienen. Ich meine, ich könnte mir trotzdem die Steine mitnehmen schon mal. Ja, die Bienen greife ich jetzt aber nicht an, Leute. So, wir rennen jetzt erstmal hier den Weg lang, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass wir hier... Ach, scheiße, jetzt hört der Weg auf. In der Hoffnung, dass ich irgendwie Golddinger finde. Nahrungsmittel und so weiter nehmen wir natürlich lieber erstmal alles noch mit. Man weiß ja nie, Leute. Man weiß ja nie. Berry Bushes, sehr schön. Das gibt wieder Nahrung. Weil wir müssen zusehen, dass wir schnell an ein Lager kommen. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass irgendwann wieder diese verkackten Viecher da angedackelt kommen. Oh, wie viele Karotten wir jetzt haben, oder? Ist ja unglaublich. Ich sag mal, notfalls esse ich die halt, wenn wir nicht schnell genug irgendwie die Falle erforschen können. Aber wir brauchen halt Gold, ne? Wir brauchen halt Gold. Ja komm, dann friss doch das hier einfach. Wir kommen jetzt nämlich schon wieder fast nicht mehr weiter, wenn wir jetzt kein Gold haben. Dann sehen wir nämlich ziemlich alt aus. So, hier haben wir wieder einen... Oh, hier haben wir einen blauen. Die werden dann bei Nacht erst aktiv. Und die blauen, die sorgen auch nämlich dafür, dass man wieder ein bisschen Hunger zurückbekommt. Beziehungsweise, dass der Hunger etwas nachlässt. So, die Blümchen alle einpflanzen, abpflücken. Wow, unser Geist ist... Oh, hier ist das Ende der Welt, wow. Also hier wäre eine nette Position für eine Hütte. Alleine schon, hier ist auch ein blauer Mushroom, den kann man immer mal gebrauchen. So, jetzt kann ich keine Twigs mehr einsammeln. Oder, oh doch, okay, die lassen sich dann scheinbar bis 40 stacken. Gras lässt sich auch bis 40 stacken. Oh, sehr schön. Hier können wir abminen direkt. Da haben wir gleich das Gold jetzt gefunden. Zweimal Gold, jetzt muss ich überlegen. Ich könnte mir schnell mal eben... Nee, halt, der heilte mich ja direkt. Was kann ich denn machen? Kann ich irgendwas wegtun? Ja, ich könnte die Dinger hier einpflanzen. Also ich würde mal sagen, wenn wir uns jetzt hier... Ei, verzieh dich. Die Seeds brauche ich, die Seeds brauche ich. So, Moment. Nimm die Seeds mit. So. Wenn ich mich hier hinten Also zumindest für diese Nacht würde ich dann hier gerne schon mal mich hinpositionieren. Dann, oder zumindest für die paar nächsten Nächte ist das eine ganz gute Position, glaube ich. So, sehr schön. Dann kann ich nämlich hier mich erstmal eine Nacht zumindest niederlassen. Ein bisschen was erforschen und so weiter. Hehe, der Truthahn immer. Das Geräusch von dem ist so geil, oder? So ein bisschen wie Dr. Zoidberg. Wenn er irgendwie dieses geile Wegrennen macht. Jetzt kann ich... Ach scheiße, jetzt kann ich die Steine schon wieder nicht mehr mitnehmen. Und hier ist sogar ein Wormhole. Vielleicht ist das wirklich eine... Ach Mensch, warte mal, das hau ich dann eben weg. Vielleicht ist das ja wirklich eine nette Position, die wir uns hier anlachen sollten. Weil hier kann ich ziemlich schnell woanders hin und hier ist sogar noch... Was ist das da? Ach, das ist wieder so ein Tallbird-Nest und der scheint da jetzt gerade zu schlafen. Na, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Den Fehler meine ich nochmal, dass ich mich mit dir anlege. Oh, 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 oh. Verzieh dich. Wahrscheinlich habe ich dem zu viel Krach gemacht. Das Gold nehme ich trotzdem nochmal schnell mit. So, die Flints und so weiter auch kommen, nimm alles mit den Scheiß. Und dann sollte ich hier vielleicht die Karotten, die da liegen, die lasse ich da erstmal drin. Die werden ja nicht schlecht oder so. Oh nein, jetzt habe ich den gerade gegessen. Das war doof. Okay, dann esse ich den einfach gleich hinterher. Moment. So, zack, habe ich meine Lebensenergie immerhin wieder ein bisschen hergestellt. Ja, das war ein bisschen dämlich. Verzieht euch, ihr blöden Vögel. Und gleich wird es ziemlich dunkel. Deswegen sollten wir... Oh, hier sind noch ein paar Seeds. Deswegen sollten wir jetzt zusehen, dass wir hier wieder ein Feuer uns einrichten. Oh, wir brauchen ordentlich Steine noch dafür. Sprich, wir können uns momentan nur dieses schlechte Lagerfeuer hier erlauben. So. Und dann hauen wir hier mal eben die Dingens weg. Die Bäume.
Eigentlich können doch denn die Gegner auch nur von einer Seite kommen, oder? Ist das Spiel wohl so realistisch? Ich hoffe mal. Nein, die Axt ist kaputt. Aber wir können uns natürlich direkt eine neue herstellen. Zack. Und, oh, der hat Seeds gedroppt, bevor der andere Vogel die auffrisst. Nehme ich mir die mal lieber. So, und der blaue Mushroom, genau, der war jetzt... Da müssen wir noch aufpassen, der macht nämlich die Sinneswahrnehmung ein bisschen runter. Die ist ja momentan aber noch ziemlich hoch bei uns. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Oh, der erste Baum ist schon ein bisschen gewachsen. So, nimm alles mit hier, den Scheiß. Ich müsste mir dann auch mal demnächst wieder ein Dingens herstellen. Einen Rucksack. Rucksäcke sind immer was Feines. So, den Baum hier oben mal eben schnell noch fällen. Und jetzt wird's Nacht. Na komm schon, das schaffst du noch, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Wow, okay, nee, das ist mir jetzt zu dunkel. Erstmal weg hier. Hier sind aber noch Seeds und den Mushroom. Den nehmen wir natürlich mit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt hau ich mal ein bisschen Feuer hier noch rein. Kann mir eigentlich eh egal sein, weil notfalls kann ich hier auch alles anzünden. Wir bekommen keinen Schaden durch Feuer. Vielleicht wäre das eine ganz gute Strategie, um den ersten Angriff von diesen blöden Mistviechern zu überleben. Und dann würde ich ganz gerne jetzt doch... Ich glaube, wir bauen hier gleich mal eben dann die Science Machine hin, dass wir hier unseren ersten... Oh, jetzt kann ich hier schon kein Feuer mehr... kein Dingens mehr mitnehmen. Science Machine! So, wo packen wir die denn hin? Zack, wie wär's hier? Sehr gut, hat auch ein bisschen Holz gekostet. Sprich, ich kann hier wieder neues Holz mitnehmen. Und jetzt bauen wir uns zuerst natürlich mal einen Rucksack. Der war doch bei Survival oder Kompass. Backpack, genau. Da bauen wir uns mal eben den Prototype. Tada! Und schon können wir mehr tragen. Das gefällt mir. Was würde ich jetzt mir gerne machen? Eine Schaufel. Zack. Und ich glaube, das war's erstmal soweit. Den Campfire brauche ich noch ein paar Rocks für. Und das ist echt nervig, dass es jetzt so dunkel ist wieder. Wo habe ich denn die Schaufel hin? Ach, da oben ist sie gleich rein. Okay, Leute, es wird wieder Tag. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, um mal eben einen Cut zu machen hier mit der Willow. Wir haben die ersten beiden Tage ganz gut überlegt habe ich auch, aber ich habe auch überlebt, Leute. Ich bin immer noch am Leben. Und ich würde mal sagen, wenn dir der Part gefallen hat, wenn du weiter das Let's Play mit Willow sehen willst, dann würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Oder lass mir doch einfach hier ein paar Verbesserungsvorschläge da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Ciao.